Ja, Leute. Ihr habt's gesehen. Hallo und herzlich willkommen zu Portal 2. Ich bin's, euer Hellund 1986. Oh, es ist da, es ist da, es ist da. Es ist da, es ist da, es ist da. Extras. Aha. Man kann sich hier schon einzelne Videos ansehen nochmal. Es gibt einen Comic zu Portal 2, cool. Ja, das zeige ich später. Einzelspieler spielen, los geht's. Attacke, so. Und so, und ja, das Spiel steht auf volle Kanüle, ist alles geil und ich habe noch gar nichts angespielt. Ich habe einfach nur jetzt gesagt, starte das Spiel, los geht's. Ich will auch alles mit euch erleben, gemeinsam. Es ist vollkommen blind, wie sollte es auch anders sein, das ist ja gerade erst released worden, vor ein paar Stunden. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Oh Gott, wie bekloppt, ey. Ja, ja, das war die Übung. Geile Sache. Hat sich gelohnt. Gemälde. Gut. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Oh. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Okay, wir legen uns erstmal wieder hin und schlafen noch eine Runde weiter. Es fängt schon geil an. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umgehend verlassen müssen. Alle Tests. Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Haben damit automatisch Hallo? Kannst du diese Anlage im Hyperschlaf zu Kannst du die Tür aufmachen? Es wäre ziemlich dringend. Dieser Richtlinie, oder falls Sie eine englische Und mach schon die Tür auf! Das bist du aggressiv. Hallo, mein Freund. Mach doch mal die Tür auf. Und schreiben Sie uns einen Brief. Viel Glück. Vielleicht Englisch. Ja, Englisch. Hello, friend. Open the door. Where is the... Nee, Schön. Nein, wirklich. Alles gut. Es flehen mich ja nur 10.000 andere Testsubjekte an, Ihnen bei der Flucht zu helfen. Ist ja nicht so, als würde uns die Anlage hier gleich um die Ohren fliegen. Ich will nicht aufmachen. Also weiter nicht. Na schön, ich will ehrlich sein. Du bist das letzte Testsubjekt hier. Und wenn du mir nicht hilfst, sterben wir beide, klar? Ich wollte es ja nicht sagen, aber du hast mir keine Wahl gelassen, kapiert? Tod, wie in Leiche. Mach schon. Hallo? 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 Mach die Tür auf. Ja, ist ja gut. Ja. Ah, oh. Furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Wie? Warum festhalten? Alles ja. Klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Ja, ich höre dich. Alles wunderbar. Danke, mir geht's super. Weiß zwar nicht, was hier los ist, aber alles klasse. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Ja. Oh, ich darf sogar richtig mit ihm sprechen. Oh, das ist cool. Wir können auch interagieren. Das ist eine geile Sache. So, jetzt darf ich aber endlich mal reden. Ja, das ist Portal 2. Kurz vorab, blind, habe ich ja schon erwähnt. Das
Together, also der Koop-Modus, wird heute Abend erst aufgenommen. Das hier ist die erste Folge von Portal 2 und ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Ich werde das zurechtschneiden und ihr werdet euch... Ja, wahrscheinlich nehme ich das ganze Spiel an einem Stück auf oder so. Ich überprüfe aber eben gerade ganz kurz nochmal die Lautstärke. Also, bis gleich. Ja, das ist alles wunderbar. Also, ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. 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 Mit der Späße. Ja, wir sagen einfaches mal. Wort. Apfel. Okay, ja. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Was? Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Du steckst in der Klemme? Hier geht ihm gerade alles kaputt. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle. Und darum deckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Nein. Ich muss hier erstmal durchkommen. Nein! Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirnen vorfindet. Du. Ein kleiner Zusammenstoß. Klein. Mhm. Ja, wir bauen einfach hier mal erstmal alles um, ist klar. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Mhm. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Nein! Ein bisschen Geduld. Nein! Übertreib doch nicht! Geschafft. Nochmal, du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Wow. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Yay. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Wie jetzt? Ja, okay. Okay, los geht's. Errungenschaft freigeschaltet. Weckruf. Hooray. Yeah. Direkt durch das Loch da. Ja, ist ja gut jetzt, Mensch. Nee, da breche ich aber durch. Da breche ich durch. Ja, alles klar. Weiter. Ja, alles klar. Mhm. Okay. Ja, ich hab viel Glück. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Moment mal! Stand hier nicht früher noch ein Bett? Das hier ist 1:1 der Startraum, den wir schon mal hatten. Und es gibt auch wieder Radios. Das ist komplett Portal 1. Da sind wir. Wir sehen besser aus als damals. Boah, was hat sich hier getan, ey? Alles ist so anders. Würfel und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Eine Sekunde. So, ich musste mich mal kurz als offline wieder anzeigen lassen bei Steam. Sonst kriegen wir andauernd Meldungen, dass irgendjemand mich hinzugefügt hat. Und... Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang.
Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Okay. Das kennen wir ja schon, aber hey, das Radio wird nicht abgespielt. Gibt's hier keine geheimen Sachen wieder? Vielleicht schon. Das muss ich dann nachholen. Oh, das jetzt erkennt man dann doch einen gewissen Unterschied zu Portal 1. Aber die erste Testchamber war wieder 1:1 dieselbe, die wir schon kannten. Oh, ich glaube, wir haben den ersten Teil hinter uns. Und es fängt so geil an. Es ist so geil. Die Stimme von dem Kleinen. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Okay. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Oh, ja, wenn es weiter nichts ist, wer braucht schon Gehörgänge, ne? Also, ja. Von wem ist die Stimme von dem kleinen runden Auge? Das würde mich mal interessieren. Ich kenne sie irgendwoher. Nummer 1. Kubus irgendwo hinlegen. Das ist doch wieder genau das kennen wir doch schon. Ich habe ein Déjà-vu. Okay. Ach, da ist ein Hauptportal. Ah, okay. Ich verstehe. Früher lief das mal alles automatisch. Hier müssen wir es mit Hand machen. Oder es ist... ziemlich cool, muss ich sagen. So, damit dürfte auch schon das erste Tor offen sein. Ja, ist es auch. Mal ein bisschen hin und her laufen. Und damit haben wir das schon... Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Nicht weiter schlimm. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Oh, ist aber nett, dass ich dann auch noch wiederbelebt werde. Ah, die Ladezeiten sind wieder so wie immer, so wie wir sie kennen, kurz, knackig und... Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird... Wie wird sie? Wird sie was? Was denn? Nein. Aha. Das ist einer der Selbstschussanlagen, nur ein bisschen angemalt, die man aus Portal 1 kennt. Also... komplettes reines Déjà-vu-Erlebnis hier. Aber nur. Na bitte, geschafft! Yay! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du... Oh! Wow, 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 wow! Hallo? Hi. Siehst du die Portalkanone? Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ja. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Ja. Wow. Das war jetzt dann doch ein bisschen so erschreckend. Ah, Portalkanone. Meine Portalkanone. Was zum Teufel? Wer hat denn hier schon wieder rumgemalt? Das sieht ja hammergeil aus. Soll das hier GLaDOS darstellen? Ich glaube schon. Und das sind wir aus dem ersten Teil. Also Leute, wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, ich habe mal auch gespielt, schaut's euch nochmal an. Und the cake is a lie. Ja. Also, ich kann es nur empfehlen. Schaut es euch nochmal an und ihr werdet dann schon verstehen, was los ist und so, ne? Also, ja. Und der Cake ist nun mal ein Lie. Ah, man sieht sogar jetzt die Portale durch die Wände. Das finde ich sehr nett. Oh. Oh, das Glas sieht hammer aus. Schick. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Mhm, na klasse.
So, mit der linken Maustaste, das kann ich jetzt trotz alledem nochmal für die Unwissenden unter euch eventuell erklären. Können wir Portale jetzt erstellen. Ein blaues Portal. Und wenn wir da durchlaufen, kommen wir bei einem orangenen Portal wieder raus. Und wir müssen uns da hinten ein Portal erstellen. Gut. Weil wir jetzt immer zum Ausgang haben, dass ein Militärandroid ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Jetzt beten sie ihn alle an. Oh Gott, ja gut. Oh mein Gott, ist das geil. Ist das geil, das Spiel macht jetzt schon so übelst Laune, ey. Auch wenn es gerade einfach nur komplett Déjà-vu zum ersten Teil ist. Aber ich denke, es wird gleich anders werden. Anders im Sinne von anders. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Oh, wie klasse. Das Lied kannte ich sogar. Auch Menno kaputt. So, das öffnet uns hier den Weg und wir brauchen wieder einen Kubus. Da unten müsste rein theoretisch eigentlich auch ein Radio-Link. Wo kann ich mich hier? Ja, ich kann mich ducken. Ja. Aber es ist ja hier nicht wie bei Minecraft, dass man dann nicht runterfällt, wenn man da geduckt hingeht, sondern ja. Und zusätzlich dazu muss ich eigentlich noch sagen, wenn wir hier ein Portal erstellen, wenn ich erstell's mal und wir da durchlaufen, durch diese Wände, dann verschwindet das Portal. So, Testkammer Nummer 4, die wir auch noch gar nicht so kennen. Nö. So. Haben wir uns das geholt. Und holen wir uns den hier. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Ja, nö. War alles verdient. Der Vorteil ist natürlich jetzt bedingt dadurch, dass wir das hier schon kennen. Na toll. Geht das hier am Anfang noch etwas schneller? Zumindest insofern... Moment, habe ich jetzt die Wahl, wo ich lang gehe? Ich krieg jetzt die Wahl? Oder... Ach nee, man kann ja dann mal sehen, wie wir beobachtet wurden. Unreason. Was, jetzt ist es eine Katze? Okay, es geht um Katzen. Geht um Muschmusch. Hui. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das toll. Ich hab mich wieder neu verliebt. Und die tanzen alle rum. Ah, ich finde das klasse. Also sie sind sich im Stil komplett treu geblieben und haben den sogar nochmal ein bisschen verbessert. Das ist einfach nur... Wow. Wow. Ja. So oder ähnlich könnte man das sagen. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Aha. Okay. Werden wir machen. Testchamber Nummer 5. Wir müssen laufen, wir können nicht schwimmen und wir kriegen eventuell so ein paar Sachen vom Kopf geklatscht. Okay. Hui, erstmal überhaupt in die Testchamber reinkommen. Weil hier ist immer wieder alles versperrt. Du machst uns einen Weg. Was löst du aus? Du holst uns einen Kubus. Wir holen uns den Kubus, legen ihn rauf und können schon mal eine Etage höher. Ja, das ist ja schon mal was. Wir brauchen den Kubus noch einmal. Moment, was machst du? Whee! Was machst du? Ah! Jetzt müssen wir das hier auch noch mal ein bisschen timen. Ich würde sagen, das war vernünftig getimt. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Hurra!
Ray. Das wird mir nicht gefallen da oben. Oh, ist das toll! Auch wenn ein bisschen viele Ladebildschirme jetzt dazwischen sind, finde ich. Also, die hätten auch die Testbereiche vielleicht etwas größer machen können. Aber die sind ja nur minimal dadurch und also es hat wieder seinen Vorteil. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. Okay. Gott bewahre das, schade. Oh, wir müssen uns mit Beschleunigung wird das mal gearbeitet. Erstmal nachgucken. Ah, okay. Wir können uns wieder meilenweit beschleunigen. Wir müssen da oben drauf. Ja, gut. Na, toll. Das lief ja schon mal super. Nicht? Das aber viel besser dafür. Ist nur die Frage, kann ich dich hier rausholen? Ja, kann ich. Ich denke mal, wenn ich dich in der Hand halte, dass wir uns, wenn wir uns dann beschleunigen, dass das dann schon laufen wird. Das wird ich auch mitnehmen. Yay! Also es ist komplett wie Portal-Leiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben. Willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Oh, ja. Zukunft beginnt mit Ey, das ist... Das sieht einfach nur genial aus. Da oben haben wir ein Portal und wir wollen dort rüber. So, das war der erste Teil. Wo möchte ich jetzt aber hin? Moment schon mal. Davor ist doch was im Weg. Oder ist das nur Glas? Die stellen wir erstmal da oben ab. Und dann suche ich mir jetzt einen Weg da hoch. Das klingt nach einem Plan. Ja, das klingt nach einem Plan. Den werden wir so verfolgen. So. Du bist wirklich nur Glas. Aber wir können ja eh außenrum. Also von daher. Ah. Gut. Einen Sprung müssen wir noch machen. Uiuiuiui. Nein! Ah, verdammt. So, einen Sprung müssen wir noch machen. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ja, werden wir tun. Man muss jetzt dazu sagen, wir haben ja GLaDOS beim ersten Teil etwas angetan. Weil ich möchte jetzt keinen spoilern, der den ersten Teil noch nicht kennt. Und jetzt im Grade, würde ich sagen, sind ein paar Jahre doch dann vergangen, weil hier ist ja alles so auch ziemlich begrünt. Außerdem habe ich bisher noch nicht die Stimme von GLaDOS als solches gehört, was mir so ein bisschen fehlt. GLaDOS. Bitte, ich brauche dich. Ohne dich hat das Leben keinen Sinn. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Das ist aber nett vom Enrichment Center. Wow. Kuckuck, ich bin hier oben. Hey, Kuckuck, ich bin hier. Du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Okay. Okay, hört zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wider Erwarten doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Okay. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Hä? Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also... Okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Ja, ja, klar. Und was... Fang mich auf! Au. Ich hab's versucht. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch.
Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Okay. Feigling, du. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Willst du mich verarschen? Ich muss mich jetzt ernst... Okay, dreh dich wieder um. Mann, Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Heb mich und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Ja, warte. Weg nennt man das. Du bist Herbert von Metzahn. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Okay. Ja, Selbstschussanlage. Hallo. Oh, ich liebe sie. Wait, du bist anders. Soll ich dich auch mitnehmen? Warte mal. Kannst du? Schießt du? Nö, schießt nicht. Schade. Man muss ja mal versuchen, es auszulösen. So, Herbert. Was ist hier eigentlich los, ne? Erkläre dich uns mal. Das wäre ganz, 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 ganz nett. Na, ohne Erklärung ist das hier irgendwie so ein bisschen... Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Ja, danke schön. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Also, wenn du irgendwelche Vorbehalte gegen diesen Plan hast, dann würde ich dir empfehlen, sie jetzt vorzubringen. Hier und jetzt. Sag doch einfach, was genau du meinst. Und wenn du denkst, ich habe die Gelegenheit zum Protestieren verpasst. Nein, es ist noch Zeit. Ja, ich will nicht. So, und jetzt? Ich kann dich noch nicht mal mehr loslassen. Du bist an mich gebunden. Wir sind eins. Moment, was ist hier? Oh! Oh! Sie. Es geht um sie. Es geht um sie. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Oh. Das hier war... Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Nein, sie war voll. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß. Ernsthaft? Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Wow. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Ja, ein Mensch hat sie besiegt. Sogar mehrere. Oh Gott, ey. Hier haben wir unseren Spaß mit ihr gehabt. Sie. Klasse. Einfach nur klasse. Oh, darf ich nicht? Ach, schade. Das ist so eine Müllverbrennungsanlage. Okay, die Treppe runter. Mhm. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Ernsthaft jetzt? Okay, weißt du was? Spring einfach. Du hast ja Beinschienen. Allerdings hast du keine Armschienen. Ich muss mich wohl auf die gute, altmodische Muskelkraft verlassen. Also, vergiss nicht, immer schön alles... Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Hooray. Was für ein Glück für uns. Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Oh, geht ganz schön tief runter, ja? Da hast du wohl recht mit. Oh, es geht um sie und sie ist so... Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Kann ich dich jetzt überzeugen? Also, fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Ist dir aufgefallen, dass das sehr viele sind? Und ich mach das Licht an. Bitteschön. Viele Schalter. Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Mhm. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel.
Es bewegt sich nach oben. Okay. Okay, ganz gut. Nein. Du machst ganz viele Schalter an. Du machst ganz viele Schalter an. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort. Das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen wir sehen. Beeil dich! Ja, gutes Passwort. Oh, was bist du für ein PC? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Hi, Baby. Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Ah. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Ah. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Na, können wir das nicht... Es ist schon du so lange her. Das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Mhm. Errungenschaft freigeschaltet, du Monster. Wir haben also jetzt Portal 1 hinter uns gelassen und... Oh mein Gott, ist immer noch so ein bisschen angepisst von uns. Warum auch immer? Oh, 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 oh. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Okay. Moment mal. Ah, ich dachte jetzt schon, das sind die Augen, die wir damals reingeworfen hatten. Oh, wie genial! Wir haben sie wieder erweckt. Da ist sie. Wo? Warte. Ah. Ui. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Ja, warum verzeihst du mir nicht einfach? Ich meine, es tut mir doch leid. Hm? Süße? Es ist doch alles gut zwischen uns, oder nicht? Lass mich das für dich holen. Oh, ist aber nett. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Oh. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Mir auch nicht. Warum kannst du mir nicht einfach verzeihen? Das war nicht so gemeint damals. So, eins dort, eins dort. GLaDOS, du bist ein bisschen kaputt im Inneren, also, Testchamber 19. Ja, man muss dazu sagen, Portal 1 ging nur bis Testchamber 18. Das heißt, ab jetzt beginnt das völlige Neuland. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Und wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks.
Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Ja, toll. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Ja, und ich würde sagen, das war die erste Folge von Portal. Ich hoffe, ihr habt sie genossen, also von Portal 2. Ich bin euer Hello 1986. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.